Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Liebe Zwillinge, du beginnst den Monat mit einem harmonischen Aspekt Venus-Uranus. Zwischen 1. und 3. des Monats dürften die meisten Zwillinge Neues in den Bereichen der Liebe und der Kreativität erleben. Hinsichtlich deiner beruflichen Zukunft und deiner langfristigen Projekte wirst du neue Ideen und Impulse bekommen, die zu deiner persönlichen Weiterentwicklung beitragen. Am 4. tritt Mars in deinem Zeichen ein. Bis 23. April wirst du dich stärker für deine langfristigen Hoffnungen und Wünsche einsetzen. Dein Interesse an Freunden und sozialen Kontakten dürfte steigern mit diesem Transit. Wahrscheinlich wirst du an eine wichtige Lebensveränderung arbeiten. Diese Lebensveränderung bedarf viel Mühe und Arbeit und du wirst dabei viel leisten müssen. Wir haben am 5. des Monats Merkur Konjunktion Jupiter. Positive Ergebnisse sind in den Bereichen der Partnerschaft, Wohnsituation und Bildung zu erwarten. Eine Vergrößerung oder Verschönerung von Wohn- oder Arbeitsräumlichkeiten wird möglich sein. Zwischen 6. und 11. haben wir Sonne-Konjunktion Neptun. Es kann eine Situation vorhanden sein, die rätselhaft ist. Möglich ist es, dass du mit einer anderen Person einen gemeinsamen Plan für die Zukunft entwickeln wirst oder entwickeln solltest. Hierbei muss man sich vergewissern, dass man sich nicht in eine Sache einlässt, die man später bereuen kann. Wir haben zwischen 12. und 13. einen Neumond in Fische. Bis Monatsende sind große Geldtransaktionen möglich. Möglicherweise wirst du bald viel Geld in eine Sache anlegen. Zwischen 14. und 16. März bilden Sonne und Pluto einen harmonischen Aspekt. Berufstätigen können an diesen Tagen eine Veränderung in ihren Arbeitsumgebung erleben, die eine gewisse Angst mit sich trägt. Themen wie Immobilienverkauf, Steuer, Gesundheit und Ernährung sind mit einem emotionalen Umwandlungsprozess verbunden. Am 15. März haben wir Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April dürftest du eine behördliche Angelegenheit regeln müssen, bestimmte Vorgänge werden sich verzögern. Es gibt eine Situation, die viel Offenheit erfordert, meine liebe Zwillinge, und vor allem Rücksicht auf dem, was dein Gegenüber braucht. Wir haben zwischen 17. und 19. März Venus Sextil Pluto. Die Beziehungen zu einer Person dürfte sich intensivieren. Freizeitaktivitäten sowie Betreuung von hilfsbedürftigen Menschen sind begünstigt mit dieser Konstellation. Wir haben zwischen 20. und 21. Sonne und Venus, beide Planeten im Sternzeichen Widder. Das heißt, bis Mitte April wird man große Veränderungen einleiten mit dem Zweck, neue Freiheiten und Spielräume zu gewinnen. Zwischen 22. und 24. haben wir einen Merkur-Mars-Aspekt. Dazu muss ich sagen, dieser Aspekt ist unharmonisch. Hindernisse und Frustrationen können einfacher als sonst entstehen. Möglich ist es, dass man eine Handlung wiederholen muss oder eine Sache in die richtige Richtung lenken muss, und das kann ein bisschen lästig sein. Wir haben dann zwischen 25. und 27. eine Konjunktion zwischen Sonne und Venus. Die Ausarbeitung von Projekten und Lösungen erfordern
die kreative und reibungslose Kooperation zwischen mehreren Personen. Kontakt zu Geschwistern, Kollegen und Freunden sind hervorgehoben in dieser Zeit. Am 28. hast du einen großen, schönen Vollmond im Sternzeichen Waage in den Bereichen der Kreativität, Kinder, Enkelkinder, Bildung und Liebe. Wird man gut vorankommen können und alles erreichen, was man sich als Ziel vornimmt. Und wir haben zwischen 29. und 31. März Sonne Sextil Saturn. Du wirst neue Informationen einsammeln, die wichtig für dein Weiterkommen sind. Behördliche und berufliche Angelegenheiten stehen unter guten Sternen. Meine liebe Zwillinge, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für März 2021. Falls du eine genaue Prognose für die Zukunft brauchst, bin ich immer da für dich als Lebensberater. Ich kann dir helfen, in die Zukunft zu schauen und feststellen, welche Konstellationen auf dich zukommen und welche Auswirkungen diese haben werden. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Glück im März 2021 und vielen Dank, bis zum nächsten Video.